Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Und bevor ich noch lange drum rumrede, springen wir lieber direkt rein ins Vergnügen. Ich kann euch vorweg schon mal sagen, es ist heute ein schönes Gemetzel, also nicht der ganz defensive und filigrane Skat, sondern ein wenig Trommelfeuer. Hier geht's schon mal los, erstes Spiel. Ich dachte, ich werde wohl passen, wenn einer den Schnabel aufmacht. Aber beide passen. Und beim Rocket, gut, da muss ja was liegen. Also das ist so eine typische Situation, wo ich sage, in dem Moment, wo du anfängst, wirklich intensiv drüber nachzudenken, ja, dann siehst du weiße Mäuse. Da muss das eine fließende Bewegung zum Skat und dann aufnehmen und zack, dann sieht man es auch, Bube und Ass. Warum sonst sollten die anderen passen? Und schon habe ich jetzt hier ein ganz manierliches Karo-Spiel in Vorhand. Kann ich sauber drücken. Ein Pik, ein Kreuz. Damit habe ich in der Beikarte nur in Herz diese Schwäche, die sich häufig auch, wenn Herz auf den Tisch kommt, schon von alleine löst. Kommt aber erstmal Kreuz, ist mir auch recht. So, mal gucken, wäre natürlich schön, wenn Kreuz Bube direkt rausgenommen wird, dann ist gar keine Gefahr, wird nicht. Damit kann jetzt einmal gewimmelt werden. 26 Augen. Das Schöne ist, dass ich jetzt in Hinterhand sitze, denn ich muss jetzt schon ein bisschen auf die Vollen noch gucken. Gut, dass ich jetzt hier eben das Pik Ass mit rausnehmen kann. Das Spiel ist aber noch nicht sicher gewonnen, denn Pik 10 fehlt noch und Herz Ass natürlich. Wenn meine Herz 10 also rausgeschnippelt wird, nur mal angenommen, Herz steht 3 zu 1, ich starte jetzt mit dem König oder so, dann wird getaucht und dann fällt auf Lusche 10 Ass und Dame mit der Pik 10, dann bin ich platt. Genauso, wenn ich jetzt Herz Lusche spiele. Wenn der zu dritt steht, fällt Dame Lusche auf 29 und dann ist es auch nicht mehr so schwer, auf meine Herz 10 zu warten. Also ich glaube, der korrekte Zug ist jetzt hier noch direkt die Fronten zu klären, direkt die Herz 10 raus bei 46, bei 26 liegen. Da kann ich theoretisch auch noch verlieren, wenn gegen eine 3-1-Verteilung, wenn ich, aber nur, wenn ich dann in Mittelhand komme und die Pik 10 dann eben auch noch hinter mir sitzt. Und Herz zu dritt steht. So ist es aber nicht. Ich komme jetzt in Hinterhand. Anderen haben 47. Das heißt, auch wenn Herz Dame Stich theoretisch noch draußen ist, ich werde jetzt auf jeden Fall auf den Pik vollen warten. Und da sehen wir, Herz steht 2-2. Dann war es alles wunderbar, habe ich mir hier. Ja, umsonst hat man sich nie zu viel Gedanken gemacht. Es hätte ja auch 3 zu 1 stehen können. Also korrekter Vortrag. Gute Ausgangskarte, wenn die Jungs hier wirklich defensiv sind, dann komme ich vielleicht für 18 ran. Nein, komme ich nicht für 18 ran, ist auch in Ordnung. Den Versuch hätte ich unternommen bei 18, aber mehr soll es dann wohl auch nicht sein. Karo, das ist natürlich interessant. Das ging rasend schnell, das Trumpf. Ass von meinem Partner, das sehe ich natürlich gern, nicht nur weil wir jetzt 15 Punkte haben, sondern weil ich weiß, dass meine Trumpf 10 auf jeden Fall auch noch einen Stich macht. Vermutlich ein Sechstrümpfer, so schnell wie das Ass flog, denke ich zumindest. Ja, jetzt kann man sich trotzdem fragen, wie jetzt fortsetzen. Theoretisch kann natürlich alles Käse sein. Pik Lusche und dann ist es seine lange Farbe. Aus der Herz 10, dann schnibbelt er oder Kreuz Ass und er steht auf der 10. Also, es ist schon ein bisschen Gerate. Ich habe mich jetzt hier für so ein ja, irgendwie so ein Mittelweg entschieden. Normalerweise würde ich ja eher Herz 8 spielen, aber irgendwie, wenn der Alleinspieler gerade Herz Ass irgendwie zu dritt hat und schnippelt, dann ist es für uns sowieso nicht günstig. Also habe ich mich jetzt hier mal für ein Bild entschieden und das hat auch gleich einen Trumpf rausgelockt. Also wunderbar, habe direkt die Stechfarbe getroffen. Besser kann es ja gar nicht sein. Und vor allen Dingen, da der Alleinspieler hier auch so ein Bild direkt sticht, mein Partner jetzt Kreuz abwirft, also es ist jetzt bestätigt, dass es sechs Trümpfe sind und ich vermute eben, dass dann wohl die Kreuz 10 zu dritt oder zu viert, da kommt die zweite Kreuz Lusche, also zu dritt beim Alleinspieler sitzt 10 König Lusch. Jetzt kommt auch der König und ich möchte doch hoffen, dass mein Partner noch einmal ruhig die Nerven bewahrt, noch einmal wegtaucht. Ist man nicht unbedingt, nein, tut er natürlich nicht, ist typisch, es wird dann immer sofort gewimmelt. Ist auch eigentlich gar nicht so schlimm, denn mit diesem Stich haben wir ja jetzt 41 liegen und ein Pik voller muss er noch bei meinem Partner sein.
Zumindest vermute ich das stark. 6 Trumpf, Kreuz 10, König Lusch beim Alleinspiel, wahrscheinlich noch Pik Ass, dann ist Pik 10 natürlich noch bei meinem Partner. Oder Kreuz Dame macht noch den Stich. Und ja, weil ich hier so, wie ich so hier vor mich rumschlumpfe und denke, es ist alles egal, wir gewinnen doch sowieso. Ach, ich kläre noch mal hier die Farbe mit Pik. Mache ich hier den Fehler? Ja, Fehler ist es deswegen, weil ich es jetzt meinem Partner leicht mache, noch einen schlechten Zug zu machen. Ich sollte jetzt einfach Trumpf 10 ziehen, und dann kann er direkt wimmeln, dann ist alles klar. Und wo ich das nicht mache, in dem Moment kam mir schon die Befürchtung, und da seht ihr, was passiert. Er schmiert tatsächlich nicht die Pik 10, er schmiert hier den Pik König. Ich kann nun zwar nicht genau sagen, warum, wo er mit der Pik 10 noch hin wollte. Eigentlich logisch, dass von mir jetzt die Trumpf 10 kommt. Ansonsten, es ist ein 7-Trümpfer, wo es sowieso nichts mehr gibt, aber ja, was sollen wir jetzt dazu sagen? Spieler 1 hat sicher Mühe gespielt, aber ich habe ihn, ich habe das zugelassen, ich habe es nicht sauber für ihn leichter gespielt. Insofern gebe ich mir hier die Mitschuld, schlecht gespielt, Spieler 3 begünstigt, und ja, sowas es fuchst mich. Bin hier selber mit mir schon unzufrieden in Spiel 3. Bin erstmal froh, dass ich wenigstens auf drei Buben blicke und merke schon, guckt hier, Spieler 3. Der hat eben ein Geschenk bekommen und jetzt gibt er natürlich Gas. Und da halte ich gegen, und das ist eigentlich nicht vernünftig. Ich muss hier eigentlich bei 30 aussteigen. Mehr ist diese Karte nicht wert. Aber wenn du eben wütend bist, dann hörst du weder auf die Vernunft noch auf die Instinkte, und plötzlich bin ich bei 35 Besitzer. Zack. Ja, und da kommt es dann, wie es kommen muss. Pik, Lusche, Karo, König. Jetzt habe ich natürlich hier einen absoluten Scherbenhaufen. Das, ja, sieht man schon dann aufgrund der Reizung in Mittelhand ohne Ass. Ich kann jetzt nicht mal mehr den Sechstrümpfer Herz spielen, der noch eine kleine Chance hätte. Das ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Null Ouvert geht auch nicht, oder geht natürlich, aber was ist das für ein Null Ouvert mit 8, 9 Bube oder 7, 10 Bube? Karo habe ich auch noch einen Bauern in der Hand. Also, es geht alles nicht. So, jetzt habe ich ganz treu blöd gedrückt. Ne? Beide Zehner oben behalten nach dem Motto, also wenn, dann muss es sehr glücklich laufen, und vor mir liegt die Herz-Dame. Da muss ich jetzt kein Hellseher sein, um zu vermuten, dass die aus der Viererlänge kommt. Oder zumindest aus der Dreierlänge. Aber wenn das so ist, dann wird es auch ohnehin schwer. Ich habe mich trotzdem entschieden zu tauchen, in der Hoffnung, dass es eben doch nur außen König zu dritt ist, dass hinten das Herz Ass rausnimmt. Anders kann ich das Spiel meines Erachtens nach nicht gewinnen. Und da, bupp, eingelocht, Pik Ass rein, dann ist das Spiel natürlich schon nach 3 Stichen rum. Ja, 60 liegen schon. Gut, Pik Ass ist gewimmelt worden, natürlich glücklich für mich, sonst bin ich hier wohl in höchster Schneidergefahr. Und da sehen wir es auch. Trumpf Ass blank, also 5 Trumpf stehen. Ja, Spieler 3 macht noch 2 Trumpfstiche und den Pikstich. Da können wir direkt mir ein kleines Liedchen, kann ich mir direkt pfeifen. Spiel 3 läuft, einmal schlecht gespielt, dann in der Wut zu hoch gereizt, und schon ist die Liste geplatzt. Wir sind geplatzt. Da machen wir also gute Miene zu schlechtem oder bösem Spiel und spielen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Bleibt uns ja sowieso nichts anderes übrig, oder mir. Gut. Werde ich eben versuchen, hier am Tisch, vor allen Dingen Spieler 3, den habe ich jetzt natürlich auf dem Kieker, dem noch ein wenig ein auszuwischen. Erstmal natürlich jetzt hier riesig gefunden, schöner Grang. Auch da sehe ich gerade, ist mir eben im Spiel gar nicht aufgefallen. Ich war schon offenbar so auf Code Red, dass ich nicht mal mehr hier richtig die Reizung beachtet habe, sonst hätte ich vielleicht auch mal eine Karo Lusche drücken können und die Luschen 1-1 halten. Denn dass jetzt da die Karos zu viert sitzen, das ist ja nun gar nicht so überraschend, wenn die 27er Reizung steht. Gut, deswegen ging jetzt kein Schneider, aber trotzdem ein 72er Spiel. So, Spieler 3, ich komme, zieh dich warm an, das sage ich dir. Erstmal lassen wir ihn jetzt allerdings für 18 spielen, müssen ihn für 18 spielen lassen. Tja, es hilft ja nichts. Kannst du wütend sein, kannst du Rachedürste, Gelüste hegen und pflegen, wenn es die Karte nicht hergibt, dann spielst du einen ganz kleinen, leisen, bescheidenen Skat. Aber hier ein Karo. Grang hätte mich auch nicht gewundert. Karo ist natürlich interessant, weil ich nur einen Trumpf habe. So, nun
Weiß ich natürlich nicht, wie oft ich hier überhaupt ans Spiel komme. Hab nur den einen Trumpf, kann immer noch Pik 10 und Herz Ass verwimmeln. Ich öffne jetzt die kurze Farbe, um meinem Partner gegebenenfalls hinten eine 10 freizuspielen, damit das Spiel, von dem ich vermute, dass es gut auf Tod stehen könnte, aufgrund der Trumpfverteilung, ist es eben wichtig, dass ich hinten erstmal eine Farbe, eine potenzielle Siegmöglichkeit für den Alleinspieler eliminiere, dass der nicht irgendwie meinem Partner die Kreuz 10 rausschnippeln kann. So, gewimmelt auf 18, mein Partner zieht offensichtlich die blanke Pik Dame, Alleinspieler schnippelt, ich würde mal sagen, jetzt dürfte es nach meiner Einschätzung für sein Pik Ass sehr, sehr schwer sein, dass er jetzt so trumpfstark ist, dass er alle Trümpfe abziehen kann und Pik Ass heimbekommt. Das glaube ich nicht, nicht nachdem ich die Trümpfe bisher gesehen habe, und so ist es auch nicht. Jetzt ist wohl hier finito. Sage Tschüss zu deinem Pik Ass und sei mir willkommen im Kreise derer, die auf der rechten Seite ihr erstes Spiel notiert haben. Und meine Karte war noch nicht mal was. Ich konnte nicht mal was dafür, ich konnte auch nicht viel falsch machen. Ich habe einfach nur gewimmelt und schon bin ich wieder 80 Punkte vor. So gehört sich das auch. So, für 20 komme ich ran. Spieler 1, mein Gefühl, ein wenig vernünftigerer, defensiverer Spieler. Der hält hier die 18 und wenn er nicht, ja, weiter kann er nicht, weiter will er nicht, dann tut das auch nicht. Anders habe ich ja schon jetzt Spieler 3 eingeschätzt. Und jawohl, er enttäuscht mich nicht, er reizt weiter. Drei Reizungen, da wird es kriminell. Da wird es gerade in Mittelhand auch schwer, noch was Gutes zu finden. Jetzt schaue ich mal, ob wir Spieler 3 jetzt hier noch ein kleines Schnippchen schlagen können. Doch, er spielt Null Ouvert und ja, der ist dicht. Sechsmal Kreuz dicht, Herz 7 dicht, Karo 7, 9 Bube dicht. Gleich aufgeben, das konnten wir dann natürlich nicht verhindern. Ah, da ist er wieder 10 Punkte vor. Ist das nur immer möglich? Und gerade jetzt, wo ich wirklich Lust habe, wo ich in die Liste so ein bisschen reingekommen bin, mich auch hier reingesteigert habe geradezu und ein Feindbild definiert habe, da, Spieler 3, da kriege ich plötzlich keine Karten mehr. Ja, ist das denn zu fassen? Erinnert mich an dieses heftige Kartenspiel, bei dem es eigentlich immer nur auf die Fresse gibt. Tja, ich liebe es eben trotzdem. Kreuz. Treffer versenkt, direkt die Stechfarbe. Kurz jetzt hier mal nachgedacht nach dem Stich. Also Kreuz 10 ist natürlich schon, wenn man so will, Aufgabe. Das ist ein Schneiderfreizug. Denn den Trumpf vollen jetzt auch noch abgebe, dann sieht es bei dem Rest meiner Beikarte wirklich nicht mehr so aus, als sollten, könnten wir irgendwie die 60 erreichen. Andererseits habe ich bei 18 das Gefühl, dass Schneiderfrei hier doch sowieso alles ist, was wir werden erreichen können. Und durch Beigeben von Pik Buben ich es womöglich noch schlimmer mache. So, wechseln wir mal auf die Farbe. In den drei Duschen kann ich natürlich auch nicht so viel bestellen. Hier sehen wir es übrigens, Pik Bube dazu zu geben, dann wäre meine Trumpf 10 danach auch noch verbrannt. Herz Bube auch beim Alleinspieler. Jetzt zieht er noch über in den leeren Trümpfen rum. Okay, Karo 10 hat er auch noch. Also 6 Trümpfe, Karo Ass 10 hat er 2 Pik. Ja, wenn wir irgendwie rauskommen wollen, muss ich hoffen, dass mein Partner jetzt Pik Ass König hat und ich dann wenigstens den Herz König noch wimmeln kann. Denn wir haben erst 5 Augen. Gut, theoretisch 28 dazu würden auch reichen. Aber ja, so oder so. Nimm mit. Du musst ihn rausnehmen. 15. Na, ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. Vielleicht ging es auch von Haus aus nicht. Nee, weil Pik Dame beim Alleinspiel ist und Pik König gedrückt. Gut, dann war es aber korrekt gespielt von mir. Also, wenn ich die Pik Lusche behalte, dann bleiben wir auch Schneider. So sind wir auch Schneider geblieben. Damit hat Spieler 1 seinen gelungenen Einstand gefeiert. Und ihr seht, Spiel 7 ist gelaufen und es ist alles ganz dicht zusammen hier. Wer am Tisch das Rennen macht, das können wir noch nicht sagen. Was wir aber schon sagen können, ist, von uns dreien wird's keiner so richtig weit nach vorne schaffen. Dafür sind es entweder wie bei Spieler 1 zu wenig Spielanteile oder wie bei Spieler 3 und mir, ja, das eine teure Beat-Spiel, das sorgt dann schon für Abzüge in der B-Note. So, jetzt wird's hier nochmal interessant. 30 gereizt von meinem Partner. Alleinspieler spielt Grang.
Erste Vermutung, er könnte ein kleines Bubenproblem haben. Herzbube traue ich ja meinem Partner ohne weiteres noch zu. Entsprechend jetzt überlegt er, soll er den anderen Buben holen? Ja, er geht und holt den anderen Buben. Für mich natürlich auch nicht günstig abzuschmeißen. Drei Zehner zu dritt den Herzkönig will ich natürlich erstens wegen den vier Augen nicht abschmeißen und zweitens, weil es eine schöne Anspielkarte ist für meinen Partner, der 30 gereizt hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Zehner ich mir am besten kurz werfe und mache es natürlich so, dass ich möglichst wenig Augen verliere, wenn das Ass kommt. Also erst Pik Lusche, dann Kreuz Lusche. Alleinspiel ist wieder am Überlegen. Und da schau an. Ich habe es ja genau richtig getroffen. Wie gesagt, ergibt sich ja logischerweise aus meiner Karte fast zwangsläufig, aber der Verlauf doch für den Alleinspieler sehr, sehr unglücklich. Die Jungs zusammen und Karo hat er zu viert, das steht auch zu dritt dagegen. Den Karo-König-Stich werde ich noch machen. Und jetzt kann ich natürlich schön versuchen, auf die 30er Reizung meinen Partner in Szene zu setzen. Der will aber nicht, dann ist wahrscheinlich die Herz 10 gedrückt. Karo kann ich nicht spielen. Pik hat meinen Partner kurz abgeworfen. Ja, dann werde ich wohl jetzt versuchen und hoffen, dass ich den Alleinspieler jetzt im blanken Kreuz Ass treffe, dass er das Kreuz Ass rausnimmt. Soweit hat sich das erfüllt. Gut, er kann jetzt natürlich einfach Karo oben unten spielen. Dann kann ich zwar die Kreuz 10 noch ziehen, aber wenn er das Pik Ass hat, dann muss er mit Pik Ass und Karo Dame die beiden letzten Stiche machen. Das würde ich ihm aber empfehlen. Ah, er zieht das Pik Ass. Warum zieht das Pik Ass? Dann hat er schon genug. Kann ich mir nicht. Nee, verliert mit 58. Dann hatte er 14 Augen im Keller, wenn ich das hier richtig überschlagen habe. Herz 10 auf jeden Fall und noch ein Bild. Ja, das war vorschnell. Das Spiel stand auf Sieg. Da muss er jetzt die Nerven bewahren, obwohl es natürlich, also es war ein Riesenspiel. 14 im Keller, zwei alte Buben und drei Asse in Vorhand. Das Spiel musst du einfach gewinnen. Obwohl jetzt Buben zusammen sind und Karo zu dritt, dann hätte er jetzt noch einen weiteren Karo-Unterzug machen müssen, hätte mit dem Pik Ass nochmal das Tempo bekommen und ja, sogar die Pik 10 von mir erobert. Also er hätte über 70 gekriegt, wenn er es jetzt nicht zieht. Vor allen Dingen, was bringt es ihm, das Pik Ass zu ziehen? Ja, es läuft durch und er hat 58. Das war also kein Siegzug. Da muss er in das Risiko gehen, dass er zur Not gar keinen Stich mehr macht, wenn ich noch eine Herzübergabe habe. Aber so hat es ihm eben auch nicht geholfen. Also, Spieler 3 zeigt Nerven, zeigt eine leichte Schwäche. Damit bin ich an ihm vorbei. Damit würde ich sagen, den habe ich jetzt im Sack. Jetzt kann ich mich mal um Spieler 1 kümmern. Gut, bevor es soweit ist, kommt hier noch ein Grein. Er wirft zwar auf 11 Augen ab, deswegen könnte ich sicher auch mit der 10 rangehen, aber ich denke doch immer daran, es kann ja mal sein, dass er nur zwei Buben hat und dass jetzt mein Partner mit Pik Buben noch einen Überstich droht. Deswegen biete ich hier nur die 4 Augen an. Die Idee, so eine Idee, es kommt nicht zur Ausführung. Drei obere Buben beim Alleinspieler und offenbar sowas wie 4 mal Pik. Ja, sogar noch zwei Asse dabei. Alles klar, da sind wir Schneider. Und das zu der Aussage, den haben wir abgeschossen. Der kommt sofort mit so einem fetten Spiel wieder raus aus der Versenkung und ist schon fast wieder dabei. Ja, da freue ich mich doch. Dann ist noch ein wenig Spannung garantiert. Drei Spiele haben wir noch. Und es geht hier wirklich nur noch am Tisch um die goldene Ananas. Mit dem Vorfall eben hat sich Spieler 3 natürlich jede Chance genommen, obwohl er jetzt noch eine schöne Batterie von Granks hinlegt. Also das wird ihn vielleicht im Nachhinein wurmen, dass er da so ein bisschen vorschnell aus der Hüfte geschossen hat und deswegen den Grang mit 2 verloren hat. So ein verlorener Grang mit 2, 144 minus statt 72 plus, da sind da schon mal 216 plus die 50 und 50, also 316 Punkte Unterschied in einem einzigen Spiel. Dann sähe es sonst doch ganz anders aus.
Ja, Spiel 11. Es ist sehr eng. Ich hätte gerne jetzt die Chance genutzt, um mit einem Anschlussspiel an den Kollegen vorbeizuziehen. Das ist mir nicht vergönnt. Es ist eine hohe Reizung im Spiel. Das gibt mir Hoffnung, dass vielleicht etwas im Gegenspiel gehen kann. Spieler 1 kann sich mit 0 Wehr nicht durchsetzen. Hier zeige ich euch gerade nochmal die Punktestände. Also 50 Punkte Unterschied. Das muss noch nicht die Vorentscheidung sein. Es wird ein Grand gespielt. Ja, ich habe zwei Buben dagegen, mein Partner auch noch einen, aber das ist wohl ganz klar ein über die Dörfer Grand. Und leider habe ich in Herz und in Karo jeweils die Bilder blank stehen. Ja, 28, Herz Ass gedrückt. Da ist es wohl schon zu Hause, das Spiel. Das wäre meine klare Vermutung. Deswegen lasse ich mich hier auch nicht mehr auf irgendwelche Schnippeleien ein. Jetzt denke ich mal, der Spieler ist schon zu Hause. Und dann, ja, jetzt gibt er auch auf. So, Zwischenstand vom letzten Spiel. 290 hat Spieler 3, ist jetzt nach diesem Zwischenspurt wieder vorne. 206 Spieler 1, ich habe 148. Also ich brauche ein kleines Spiel, um an Spieler 1 vorbeizukommen. Oder ein sehr großes, ein 96er, um an Spieler 3 vorbeizukommen. Oder einer von den beiden müsste eins verlieren. Das ist also für mich der sportliche, der Zwischenstand und mein sportlicher Ehrgeiz, hier noch was zu tun. Vor allen Dingen habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendjemanden was kaputt mache, wenn ich ein bisschen Gas gebe, dann hier vier volle in Mittelhand, aber nur zwei Asse. Spieler 1 will es auch nochmal versuchen, der kann aber sowieso nicht mehr viel werden. Spieler 3 hat seine Chancen auch gehabt und hat sie selbst versiebt. So, jetzt muss ich natürlich überlegen. Ich muss jetzt natürlich nicht 48 reizen. Muss ich nicht. Nullouvert kann natürlich nicht draußen sein, wo ich selber 4 Siebenen habe. Es kann ein Grand draußen sein. Es kann einfach nur drei Buben haben. Aber ich habe eben auch ein paar volle. Und ja, mir war danach. Ich sage mal, mir war danach. Bitte nicht nachmachen. Es geht mir hier nur darum, meine Chance zu wahren, meine 5 Euro zu verteidigen. Und ich finde einen Buben, aber den hätte ich eigentlich ehrlich gesagt lieber nicht gefunden, beziehungsweise da glaube ich nicht, dass der mir groß hilft. Ich hätte mich lieber mit irgendwie sowas wie Herz 10 mal wenigstens oder noch einem anderen vollen irgendwie verstärkt. Der Bube bringt ja gar nichts. Jetzt kann ich auch nicht Pik ohne 5 oder irgendwie sowas spielen oder Herz mit 20 im Keller. Jetzt muss ich natürlich den Grang machen. Ja. Also es dauert jetzt gerade ein bisschen. Ich schaue neugierig auf die Karte und lasse meine Fantasie spielen, wie dieser Grang, ob der irgendwie zu gewinnen ist. Dann habe ich mir überlegt, ja, normal drückst du Karo 10 mit, Herz König, Karo 10 oder Karo Ass. Aber das wird ja dann alles nicht reichen, ne? Selbst wenn dein Karo Ass läuft, Kreuz Ass läuft, so, und die Pik 10 noch heimgeht, dann langt es immer noch nicht. Von daher habe ich mir gedacht, gut, dann muss es eben jetzt mal so sitzen, dass ich eingespielt werde, Buben raus und der Mann, der zwei Buben hat, auch zweimal Karo mitbedient. Gut, Pik 10 brauche ich trotzdem. Also ein sehr, sehr gewagtes Experiment, aber es lässt sich ja gar nicht anders machen. Die Chancen stehen, glaube ich, nicht besonders gut. Und ja, schön. Fünfmal Herz in Vorhand. Da weiß ich dann auch, was er gereizt hat. Warum hat er dann bei 46 abgebrochen? Also damit heißt es wohl gute Nacht, Arrivederci. Überstich, wunderbar, herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt, ja, perfekt auf Pik rübergespielt, genau getroffen. Und jetzt kommt noch wieder dreimal Herz. Gut, also damit, ja. Da sitzen die Buben. Bei Spieler 3, Spieler 1, der gereizt hat, hat noch keinen Buben gehabt. Ja, und er hat auch gar keinen Buben. Das ist ja wirklich eine höchst interessante Verteilung. Bin ich natürlich ganz stark Schneider geblieben, hat auch gar keine Chance, das zu verhindern. Hinterhand, wenn ihr das mal beobachtet habt, hat nicht eine rote Karte in der Hand, außer den beiden Buben. Der hat drei Buben, drei oder vier Kreuz und drei oder vier Pik. Ich glaube, vier Pik. Und drei Kreuz. Ja, da hätte ihm der Pik-Bube dann auch Spaß gemacht. Mir hat er keinen Spaß gemacht. 144 minus, Grang nochmal schön Schneider geblieben. 2 zu 2. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht.
Ich kann das ganz sportlich nehmen, denn zum Glück ist die Liste ja jetzt vorbei. Ich gratuliere Spieler 3, ich gratuliere Spieler 1. Bedauerlich, dass wir dich nur das eine Spiel haben machen lassen. Das ist eben Rocket. Deine Chance kommt dann beim nächsten Turnier. Die Chance von allen anderen hoffentlich auch. Der Spaß auch. Wie immer wünsche ich euch gut Blatt. Bleibt am Ball. Ich höre schon die Rufe. Du, jetzt hast du Minus gespielt, jetzt guckst du nicht. Okay, wir gucken uns das mal an. Wir gucken mal kurz, was man mit Minus so bewirken kann. Wo bin ich gelandet? Also, oben wurde wieder hochgespielt. 778. Ja, Tava, mein Mannschaftskumpel, hat auch zugeschlagen. 698. Herzlichen Glückwunsch. Aber dann müssen wir ganz weit nach unten blicken. Und da. 35. Na siehst du, nicht letzter. Da ist noch einer, der hat noch 2 Punkte weniger. Also, da kann ich doch sagen, alles gut, nichts passiert, weitermachen, setzen.